Ich muss sagen, Borderlands hat unfassbar viel Inhalt, ne? Absolut sagenhaft unfassbar viel Inhalt. Wenn du ihn auch verstehen würdest in deiner Variante, dann wär's noch besser. Ja, das ist Problem 1. Problem 2, wer hat denn sich das alles ausgedacht und wer hat das alles vertont? Und designt und so weiter, das ist... Der muss sich Gedanken machen, es kommt noch Borderlands 3 raus. Ja, das ist doch Wahnsinn, oder? Muss ich dir mal vorstellen. Andere Leute produzieren einmal ein Spiel mit einer Story und einer ein paar Aufnahmen. Und er hat rein zufällig gestern eine freie Sponsorin hier in der Gegend gekidnappt. Du solltest ihn killen und aufsuchen, aber nicht in dieser Reihenfolge. Komm, gib mir die Teilung. Ich wollte eigentlich gerade noch meinen Geschütz droppen, aber macht ja nichts. Du kommst nicht weiter. Warte mal. Ha, Slack Kugel. Oh, warte mal, das ist geslackt, ne? Ja, na jetzt nicht mehr. Den holst du dir. Gerade Muni, ja. Jetzt. Oh, ein Iridium. Wütender Biker-Zwerg. Schütz, wo willst du hinschießen? Der schießt auf den Biker-Zwerg, der hinter dem Wagen steht. Da ist noch einer. Schütz, ich glaube, ich hol dich mal. Ich hol dich mal zurück. Ich hab mich mittlerweile auf einer höheren Position gemacht. Na, ja, komm ruhig hoch. Wie schnell sie einfach weg sind, wenn sie gesleckt sind. Das macht meine Seuche. Nein, Seuche, komm nicht hierher! Komm nicht hierher, Seuche! Ja, toll, ich habe jetzt meine eigene Seuche wieder abgekriegt, weil die sonst wohin geflogen ist. Keine Sorge, das wird wieder. Aber nee, die Seuche hat hinten auch noch was angestellt. Also ich liebe die Seuche und ich hasse sie. Kommst du selber hoch? Ja, ich komm wieder hoch. Gab's sogar Slack vorher. Ja, das ist so wie mit meiner Sentry-Gun, aber ich bekomme die nicht rechtzeitig manchmal aufgestellt. Theoretisch kannst du jetzt sagen, ich habe 2 UFDs. Das mit dem Slacken ist echt praktisch. Und nochmal die Kugel raus. Eine ist geslackt. Oh, tot. Da, guck, jetzt fallen sie wie die Fliegen. Das ist schon krass. Also mit dem Slacken, das ist echt mega praktisch. Komm, holen wir dich mal wieder aus der Deckung raus. Boom. Ah, oh, hier muss ich nachladen. Hast Glück, Junge. Kritisch, ist tot. Oh, was geht das wieder los? Kritisch, ist tot. Das Blöde ist, dass ich sagen, wo drauf meine Ult ist. Oh. Also ein Nachteil. Diesem Hochheben mit dem Heilen? Die Slackkugel. Ich sag dazu bei der Sirene, das ist immer so die zweite Ult. Also was war denn jetzt der Nachteil? Meine eine Ulti ist ja hier das Phasen, ja, das Hochheben. Mhm. Wiedersehen. Und die Slack-Kugel ist bei mir auf dem Nahkampf. Oh, du hast keinen Nahkampf mehr demnach. Ich habe schon Nahkampf, nur wenn ich jetzt... Das ist alles für dich, was da jetzt interessant wäre. Nur wenn ich jetzt meinen Nahkampf mache, beispielsweise ist jetzt meine... Slack-Kugel wieder einsatzbereit. Wenn ich jetzt zum ersten Mal einen Nahkampf mache, kommt die Slack-Kugel. Ich mache zwar auch den Nahkampfangriff, aber theoretisch, wenn ich jetzt beispielsweise so einen Haufen aufmachen will, kommt automatisch die Slack-Kugel dann. Elektroschockschaden, für was denn? Allgemein, dein kompletter Elektroschockschaden steigt um 27%. Heißt das, wenn ich eine Elektroschockwaffe verwende? Ja. Wenn ich keine verwende, nutzt mir das doch gar nichts. Ich bin. Anderes Teamfeuer. Ich bloß ruhige Hand und. Ich muss sagen, dann belasse ich das da lieber bei erhöht Action Skill Abklingzeit, also für meine Sentry Gun. Abklingzeit plus 20%.
Wäre es nicht eigentlich minus 20%? Also lohnt sich für mich nicht. Dann werden die vertickert. So, gehen wir weiter. Kann ich nicht, ich habe Inventar ist voll. Wie, dein Inventar ist voll? Ja, schon die ganze Zeit. Du hast dich doch beschwert, warum mein Inventar voll ist. Mein Inventar ist voll, weil es voll ist. Weil ich es noch nicht leeren konnte. Also ich könnte das jetzt nicht verkaufen. So, die sagen, wir sollen rechts gehen. Das heißt, wir gehen halt das. Ah, antizyklisch. Umgekehrte Psychologie. Oh, war nur eine Knarre. Weiße. Kann mich in diesem DLC, kann mich auch nicht an alles dran erinnern, weil ich glaube ich nur... Oh, 62. 600. Ich habe das DLC hier glaube ich nur zweimal durchgespielt. Ach, wir befinden uns gerade im DLC. Ja, da ist hier die ganze Zeit DLC gerade. Wir haben ja eigentlich schon die Hauptstory ja eigentlich durchgespielt, also die Hauptmission. Natürlich gibt es im Hauptspiel auch noch mehrere Nebenmissionen, wo man einfach nur lachen kann darüber. Die man aber beim ersten Mal durchspielen gar nicht mitkriegt. Weil man vom Leveln her einfach viel darüber ist. Haben die mit Absicht so gemacht. Wenn man alle Nebenmissionen auch miteinander spielen möchte, musst du halt High-Level werden. Fabi. Wo es Leveln halt länger dauert. Guck mal links oben. Werbung. Die Werbung. Das gelbe Plakat. Ich hasse diese Frau. Ich sag euch, dieser Feind. Die SS kommt. War wie mein Alter. Ich hab ihn gefördert. Die SS kommt. Ja, was denn? Ein Motorrad an mir vorbeifahren? Also zwei Leute im Motorrad mit Beiwagen an mir vorbeifahren? Ja. In schwarzer Uniform? Mit einer hässlichen Visage. Ich habe übrigens eine kleine 1 über meiner Sentry. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Du kannst 2 schmeißen. Echt jetzt? Eins? Und schmeiß noch eine. Nö, geht nicht. Nochmal mit F geht nicht. Achso, du hast eine kleine 1. Du hast ein Level. Heißt? Killbaum. Ach, du meinst Dingens selber? Also hier vom Krack? Ah, tatsächlich, ja. Lol. Alles klar. Ich würde schon sagen, noch eine wäre auch lustig. Du kannst 2 Sentries sogar, es gibt eine Funktion, wo du 2 Sentries Verdopplung, fügt einem Geschützturm eine zweite Kanone hinzu und lässt beide Kanonen Slack-Geschoss abfeuern, gesleckte Feinde, bla bla bla. Es gibt beim Skillbaum eine Fähigkeit, wo du 2 Sentries werfen kannst, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Müsste, glaube ich, eine der untersten, ganz untersten sein. Nuklearschlag, Ranger macht dich so ziemlich in allem besser. Wow, 1%. Ach so, okay. Da unten, Zwillinge, gestattet dir es, dir 2 Geschütztürme einzusetzen. Sobald der erste Geschützturm aufgestellt wurde, drücke erneut F, um einen zweiten einzusetzen. Das ist bei Überleben. Du meintest, man kann 2 Skilltrees komplett durchleveln und den dritten würde man dann ignorieren, ne? Ja. Du kannst 2 durch komplett kloppen. Mhm. Wenn du auf Level, also wenn du wirklich das Ziel anstrebst, auf Level 72 hochzukommen. Ja. Ich würde halt echt auf Überleben und auf Dingens gehen. Nur du solltest jetzt am besten den 1-Skillbaum erstmal zu Ende machen. Ja, ja, wohl, habe ich ja es überhaupt nicht, habe ich es überhaupt nicht gemacht. Hier ist ein blaues Schild. Ich weiß nicht, ob du Interesse dran hast. Nee. Nicht wirklich. Ach, die ganzen kleinen Gassen hier, überall, wo man hoch kann. Ich bereue es, warum ich das DLC nur 2-mal gespielt habe. Ach, du kennst dich hier gar nicht aus. Nicht so gut. Weil da kann man auch wieder hoch. Hier war ich beispielsweise nicht so, wo jetzt versteckte Kisten beispielsweise sein könnten, also versteckte Waffenkisten. Na gut, im Hauptspiel bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob du alles weißt. Oh, da hinten. Ich hab mit dir auch nicht alles gemacht.
Hier gibt's auch wieder was zum Looten. Aber beispielsweise da kann man hoch. Ja, in der Tat. Und da hinten geht's noch weiter. Nein! Nein! Die würde ich nehmen. Die Schrot oder was? Ja. Meine ist besser, die ich hier hab. Talk. Oh, ist eine Explosive. Das ist nicht schlecht, ja. Verbraucht 2 Munition pro Schuss, da kann ich legen. Und hier rum. Meine verbraucht, glaube ich. Oh, hier ist noch. Da, laut eine Waffenkiste. Granatenmods. Da könnte ich mal vielleicht. Da könnte ich mal vielleicht nach einer gucken, tatsächlich bezüglich der Seuche, die ich aktuell habe. Also ich würde die Torque nehmen, ganz an deiner Stelle. Was haben wir denn dafür, welche für Mods? Die linke würde ich nehmen. Die linke blaue. Die linke blaue. Ach da, hier. Die Explosiv Granatenschaden plus. Also 4500. Ja, ich glaube, die nehme ich auch tatsächlich, weil ich erinnere mich, eine hier aufgehoben zu haben. Ich habe hier einen 3000. Mal. Oh, das ist echt mega nervig. Kann man das nicht miteinander vergleichen? Die Granaten mal? 3700 mal 9 und. Ja, dann nehme ich lieber die. Du kannst sie ja vergleichen, du musst sie halt nur ich aktiv muss halt haben. Nur immer mit haben, ja, klar. Hat er schon wieder ein Motorrad? Jo, dann belassen wir es dabei. Dann nehme ich mal. Ich weiß ja, der ist echt nicht, warum ich so viele. Ich glaube, das Ding werde ich hier verkaufen. Den Säureraketenwerfer. Brauche ich nicht unbedingt. Da vorne ist ein Automat. Dann machen wir das doch erstmal. Automaten. Wo ist da vorne? Und die anderen Granatenmods waren nicht gut. Lass ich mal hier. Ah, ich hab deinen genommen, den du weggeworfen hast. Der war besser als mein, den ich das Set hatte. Das ist einer meiner Reserve-Granatenmods. Guck mal. Pyro Petey. Wir sind kein Feigling. Flammenzungen. Feuer im Himmel. Lass uns reden. Feuer, geh mit mir. Feuer, sprich mit mir. Du musst Pyro Petey irgendwann killen. Aber warte damit, bis du erfährst, wo er die entführte Sponsorin versteckt hält. Sonst kommst du in der Tabelle nicht voran. Pyro Pete erinnert mich so ein bisschen an dich. Danke. Ist ein bisschen verrückt. Bestimmt. Bisschen verrückt muss man auf Pandora sein. Warte mal, 511. 690. Dann nehme ich doch die 500. Der war weg. Eine SMG. Kleine. Dann nehme ich lieber die mit Slag. Die ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht tatsächlich. 280, ja. Dann geht das hier weg. Eine Fleischsnipe. Sollte ich eine Fleischsnipe noch. Also eine Feuersnipe noch behalten? Und jetzt jag was hoch! Wenn du irgendwas anderes halt hast, feuermäßig. Nee, habe ich nicht. Eine normale Pistole. Welches Level ist er denn? 29. Kannst du noch verwenden. Also nee, die Slackwaffe, Entschuldigung, die andere ist die Snipe ist 30. Feuersnipe. Ja, kannst du auch noch verwenden. Okay, perfekt. Da ist so ein rasender Biker, der läuft hier auf der Straße entlang. So Artefakte habe ich hier auch noch rumschwirren. Die nehmen ja auch Platz weg, ne? Ja. Verkaufen. Weißt du, die Action Skill Abklingzeit 11%. Moment, bevor ich die jetzt verkaufe, dann behalte ich lieber die Gesundheit. Momentan habe ich nämlich Gesundheit plus so und so viel Prozent, das ist schon besser. Gut. Die Granate, die du weggeworfen hast, jetzt weiß ich, was das. Die fand ich richtig geil. Moment. Was habe ich denn hier? Maximal Gesundheit plus 28%. Warum habe ich das noch nicht ausgerüstet? Warum habe ich das noch nicht ausgerüstet? Plus 28%, leckt mich doch am Arsch. Weil du blöd bist?
Preise und ich stelle keine Fragen. Dein Schüsschen mit Küsschen. So, was war denn mit meiner Granate? Was war das denn überhaupt? Ein Schock, ne? Ne, oder war das die Säure? Nee, oder war es eine Explosion? War eine reine Explosion. Dann war das die, okay, gut. Die du weggeworfen hast, war eine reine. Die finde ich beispielsweise, die finde ich so genial, weil. Pass auf, Granaten mit kleinem Triebwerk. Ich mache hier in die Richtung. Hier. Meine ist es die hier. Achso, das ist noch die Säure, Moment. Du weißt, die geht jetzt gleich auf dich. Tut sie das? Ah, hinter mir. Bei der weiß man das nie, wo die hingeht. Die trifft irgendwas. Irgendwas wird gerade hinten angehittet. Oh. Nee, meine Granate, die ich jetzt habe. Das ist die hier. Also die ich jetzt neu aufgesammelt habe. Auch wieder so eine Hopser-Granate. Auch. Sag mal, ist die zielsuchend oder fliegt die einfach irgendwo hin? Zielsuchend, das müsste doch alles sein. Auch nicht schlecht. Oh, Waffenkiste. Am Arsch der Welt. Hier ist noch eine Slack SMG. Brauche ich nicht. Ich brauche keine Slack-Waffen mehr. Dann nehm ich. Mit meiner Fähigkeit. Warte mal, 300 habe ich gelesen. Dann nehme ich doch. Teddygador oder Dahl? Dahl. Okay, dann. Oh, hallo. Wer bist du? Aus welchem Grund nochmal genau Dahl? Ich mag Dahl lieber. Wie süß, er läuft einfach an mir vorbei. Wie putzig. Geschütz auf dem Feld. Noch hochheben am besten. Da schieße ich gar nicht mal weiter drauf. Granate, du mal was. Jetzt kommt dann wütender Bett. Die Granate kommt zurück. Wo will die denn hin? Okay, die Granate hat gepfeffert. Was hast denn da alles aufgescheucht? Ich weiß es nicht. Oh, was haben wir denn hier? Was hast du gerade für ein Schild? Ich habe hier ein 3000er Schild gerade gefunden. Level 31. 3083. Chance bei Schadensnahme, einen Schildbooster zu verlieren. Verlieren? Probieren wir mal. Lösche. Du hattest ein 2000er Schild mitgenommen. 3000er. Ja. Ich hab ja den, den du gerade, den habe ich ja mitgenommen. Ja. Ich hatte bei meinem noch Elementarresistenz bei 3000. Ja, gut, das ist jetzt, ich weiß nicht. Skin rechts. Den muss ich direkt auswählen, ne? Ja. Das hat direkt aus dem Inventar. Freigeschaltet. Hat der Spaß mich da oben runtergehauen? Welcher? Der hier? Dir geht's sehr gut, habe ich gerade so mitbekommen. Mein Herz, Alex. Ich dachte, ich könnte die da hochschmeißen. Schlechte Idee. Okay, da hinten ist schon wieder der SS. Ich nenne die SS. Oh Gott. Weil sie geflext sind, sind sie geflext. So, Säureknarre. Hm, hab keine. Dann wird mit dem Blitz drauf geschossen. Bumm. Ey, was ist denn hier? Ich meine, manchmal verstehe ich es nicht. Ich weiß nicht, von wo ich jetzt den letzten Schlag noch gekriegt habe. Die Waffen von den Gegnern machen natürlich auch mehr Schaden, alles. Das ist mir schon bewusst. Und je höheres Level wir gehen, desto bessere Waffen kriegen wir. Beispielsweise, wenn wir viel später hatten sie beispielsweise noch, ich sag jetzt,
weiße Waffen. Und jetzt mittlerweile kriegen sie beispielsweise hier schon grüne Waffen oder blaue Waffen, also seltene Waffen. Das wollte ich nicht, verdammt. Ja gut, das macht schon irgendwie Sinn. Hattest du ja auch erzählt, dass sie besser werden. Ja. Wir sind kein Feigling. Wir sind kein Feigling. Ich habe eine ganz warme. Ich rede schon als Team. Stifte zuerst Unruhe hier im Beatdown, dann kannst du sie haben. Geh zur Battle-Liste. Das ist aber gerade ganz blutig. Da lag was. Oh, dieses ewige Nachladen. Belastend. Find ich auch. Alter. Alex, hast ein Problem mit dem. Jetzt nicht oh. mehr. Man muss die Sirene kommen und das regeln. Wie, 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 wie. Lauf mich, lauf mich. Damit kommt Munition ein, dass du auch wieder versorgt bist. Danke. Ich mach mal einen auf Nahkämpfer. Ja, war wichtig, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Ich musste gerade noch einen kleinen wütenden Zwergcheck machen. Scheiß Schild. Boom! Feuerball, Junge! Feuerball, Junge! Die mit ihren Kackmotorrädern, ernsthaft! Kill it. Die sollen ja halt einfach nur auf den Sack gehen. Ja, das tun sie. So. Fickt euch! So, wir gehen da jetzt noch nicht rein, wir gehen erst noch hier runter. Jo. Da ist noch das Motorrad irgendwo. Der hat da noch besoffen erst ist. Ja. Etwas besoffen. Alter! Wir gehen mir ein bisschen auf den Sack, ne? Wo ist denn der hingeflogen? Oh, da kommt ein neues Motorrad! Granate. Okay, aber ich bin defensiv spielt. Scharfschützengewehr. Also hocken die drei kleinen Spasten auch noch drauf. Ich hoffe einfach, mein Dingens leer ist. Ja, fahrt doch nochmal an mir vorbei hier. Leck mich doch. Da kommt noch eins. Einer lebt hier noch. Ein kleiner Spacko. Was hat der denn hier? Er ist in der Ecke. Snipe. Warte mal, eine Snipe mit 1000, wie viel? Warte mal, Hyperion waren schlecht gut. Feuern erhöht Genauigkeit bei einer Sniper. Ich, ja, also nein. Das heißt, der erste Schuss landet nicht auf dem Fadenkreuz. Sowas landet auf dem Fadenkreuz. Ich wollte das nur mal in Erfahrung bringen, weil es gab ja einen Waffenhersteller und das war Hyperion demnach, die ja dafür bekannt sind, dass man die nicht nehmen sollte, was das angeht. Weil Nachteil. Hier kommt wieder ein Gegner. Scheiße. Ah, jo. Ich guck mal hier hinten gerade, ne? Hier ist noch ein bisschen Loot und so. Ich glaube, wir sind fertig. Glaubst du? Wir können durch. Wir können durch. Ah, da ist noch Munition und alles. Ja, Muni und so weiter. Ich mal zu Pyro-Pete. Was ist hier noch? War hier noch was? Nee. Ja, dann können wir eigentlich weiter. Ein Fünkchen, um euch alles von den... So. Hier sind überall diese Talk-Automaten. Sind ja in den Talk-DMC drin. So, Kopf.
Ach so, okay. Geheimoperation. Ehemals Axton. Headbanger. Bärtige Gerechtigkeit. Teuflisches Lächeln. Gut, aber ich habe doch hier irgendwas anderes freigeschaltet. Das kann nicht sein, dass es unbedingt für deinen Charakter ist, sondern für einen anderen. Alles klar. Talk Explosivität habe ich hier. Neu. Ich gebe gerade nur die Mission mal ab. Du kannst dir jetzt gleich ein schönes Stahlsturmgewehr. Huch! Alles klar, muss ich kaufen. Woran erkenne ich denn den Unterschied, ob kaufen müssen oder nicht? Wegen dem kleinen Sternchen oder was? Warte, du meinst jetzt beim Kopf, ne? Nee, generell bei Skins. Müsste es an den Sternchen sein. Habe ich gerade bemerkt. Ich wurde nämlich auf die Steam-Seite geschickt. Möchtest du, da ich ein bisschen fröhlicher aussehe? Nee. Nee, nee. Warte mal, ich nehme dich mal...